unser Gesang. Darum kehret man gerne ein, beim Pfälzerwaldverein. Von Juli an bis Ende September finden hier Gästeabende statt. Das sind richtige, zünftige Hüttenabende, veranstaltet vom Verkehrsverein Dahn in der Pfalz. Im Pfälzerwald am Schneiderfeld, dort in den wilden Tann, ist die schöne auf der Welt, der einen Wandersmann mit Kind und Kegel wandern will. Der Weg ist nicht so weit, zum Pfälzerwald braucht das hier bei jeder Jahreszeit. Wir sind von Die Speisen werden von Freunden des Verkehrsvereins zubereitet und angeboten. Ja. Dankeschön. So, gut, aber nicht. Das gute Essen. Das ist der Küchenchef. Ja, genau. Das war unser Fotografen voriges Jahr, gell? Im Pfälzerwald am Schneierfeld, da geht es lustig zu. Wir hätten Sänger lieber Leute, wir gehen. Und was wurde 2 Wochen später angeboten? Ach, das lassen wir uns doch gerade mal zeigen und erklären. Gibt es immer nicht viel? Oh, da gibt es dann noch was. Ja, gibt es noch was? Ja, das dampft ja. Und was ist das alles? Das war heute der Kassler. Ja, und die Bratwurst. Bratwurst? Und Kassler mit Kartoffelsalat. Kassler mit Kartoffelsalat. Jetzt haben wir nicht mehr viel. Kann man nur empfehlen.
Auf den Hütten ist es allgemein üblich in der Pfalz, dass man sich seine Getränke und Speisen selbst holt. So auch die Getränke in der Hütte bei diesem netten Herrn. Zu unserem sechsten Gästeabend. Die Gäste und auch die Einheimischen tue ich recht herzlich begrüßen. Heute Abend, muss ich sagen, haben wir ein volles Programm. A kommt die Volkstagungsgruppe von Dahn, B kommt die Musikgruppe vom Pfälzer Waldverein sowieso, die spielt jedes Mal bei uns beim Gästeabend. Dann ist der Herr Ludwig Müller da mit seiner Panflöte. Und eben nicht zu vergessen die Frau Sandmeier, die uns die Gedichte vorträgt und auch an jedem Gästeabend da ist. Ich hoffe, dass es Ihnen das Essen geschmeckt hat. Für die Unterhaltung werden wir jetzt sorgen. Ich werde jetzt mit einem Zettel rumgehen. Sie können sich aus dem Liederbuch ein Lied wünschen. Sie sagen mir aber bitte nur die Nummer, weil das Ausschauen dauert so lange. So. Und dann wird die Musikgruppe versuchen, ihre Lieder also zu spielen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Danke. Oh.
Marie, du darfst auch nicht. Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Sie auch recht herzlich begrüßen im Namen unserer Volkstanzgruppe. Ich habe gehört, es gibt heute volles Programm hier, sehr abwechslungsreich, mit Liedern, wahrscheinlich auch Gedichte, Panflöte und jetzt noch ein paar Tänze von uns. Wir sind heute nicht allzu viele mehr, ein paar Kranke, der Helm und auch einer dabei. Aber das soll nichts zur Sache tun. Wir haben uns trotzdem ein bisschen was einfallen lassen für Sie. Und wir haben ja dieses Jahr in Dahn, wie die Meister wahrscheinlich wissen, eine Weltmeisterschaft letzten Monat erst gehabt. Und anlässlich dieser Weltmeisterschaft haben wir ein deutsches Menuett eingeübt. Das ist ein ganz alter, eher feierlicher Tanz. Und den wollen wir Ihnen gerne zu Beginn unserer Darbietungen zeigen. Danach zeigen wir noch eine Bravade und die Sternpolka. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Zuschauen. Dankeschön. Thank you.
tut uns die Frau Sandmeier jetzt drei Gedichte vortragen. Wir Pelzer, wir haben ohne Strunz die Jahreszeiten all in uns. Der heitere Frühling, Mago März, den haben wir mittendrin im Herz. In unserer Kehl zu manchem Kummer verspüren wir den trockenen Sommer. Der bunte Herbst in jeder Phase haben viele Pelzer auf der Nase. In unserem Portemonnaie nicht minder erleben wir den frostig Winter. Vom guten Rass sind Pelzer leid, mir trotze jeder Jahreszeit. Kennst du die Palz? Ortsname in der Palz haben Klang, sind kernisch, echt wie Pelzer Gesang. Für jede Menschengattung frei ist doch bestimmt etwas dabei. Drum fahr doch mal noch Süd, noch Nord, du findest bestimmt dein richtiger Ort. Für Liebespaare in ihrem Dusel, da haben wir's Liebestal bei Kusel. Junge Eheleute, die wollen glatt nach Kindenheim und Mutterstadt. Die Mäde zieht's noch Bubehause und all die Bube, die Banause, bussieren in Grottelbach, das weiß jeder. Noch Späßbach reisen die Vertreter. Für Politiker allein, da haben wir unser Heuchelheim. Die SPD wählt rot gemacht, die CDU lobt Schwarzenbach. Für den, der immer opponiert, da haben wir Meckrem reserviert. Die Glatzkeb fahren nach Horbach hin, in Leimer kannst die Schreiner finden. Die Geschäftswelt, das wäre fein, die hätte mir gern in Billigheim. Im Sommer hat man zwischendurch auch vieles auf der Magdeburg. Noch Kriegsfeld zieht das Militär, noch Mehlbach Bäcker regulär. Die Tänzer gehen noch Danzeberg, in Glenkalbach, da lebt mancher Zwerg. Die Esser schätzen Imsbach sehr, bei Käshofen denkt man gleich an Kammenbär. Und den, den's drückt, den kannst voll wehr, in sauserem Moll sause sehr. Juristen loben Rechtebach, Hasezüchter gehen nach Rammelsbach, Kollege zieht's nach Neidenfels, Schwiegermütter auf der Drachefels. Und willst du deine Frau beglücken, kutschier sie doch mal nach Zweibrücken. Geh mit rein in die Rosengarde, das kann ihrer Partnerschaft nie schaden. Bist du pleite an alle Ecke, lass im Gestüt dein Scheck schnell decken. Bist wieder flüssig wie noch nie, fahr mit deiner Frau doch in die Fastnerie und führ sie dort zum Essen aus. Kommst du auch halbhungrig wieder raus, sagt sie zu dir doch voller Fred, jetzt kenn ich die Fastnerie Naturdiät. 3 Kilo hab ich abgenommen, 2 Brücke, bald wär ich wieder kumme. Und mich zieht's mit Macht ganz eigen, von Reden fort, ich geh nach Schweigen. Doch wie ich mich selber kenn, oh graus, hab ich's in Schweigen nicht lang aus. Ja, ich hab mir vorgenommen, wenn's irgendwie geht, wär ich mit meinem Willi in Verze da wieder ins Schneiderfeld kommen. Zum Schluss noch der Wandersmann. Der Wandersmann, der wandert als in unserer wunderschönen Palz. Drum hat mir jemand zwar gut gedenkt, 1 Kilometer Schrittzähler geschenkt. Den führt er an seinem Gerdel mit, der wandert mit ihm Schritt für Schritt und macht zum Schluss noch ganz real genau die Kilometerzahl. Der Wanderer, ein Mann von großer Geselligkeit, marschiert am 3. Oktober, was ihr leid, noch Neustadt nun er in seinem Schwes, sis Weinfest dort, so wie er wes. Noch paar Stunden wandere war er dort, marschiert ins Festzelt, huckt sich auf die Bank sofort, bestellt einer Schoppe noch um andere und ruht sich aus vom lange Wandern. Jedoch das Kilometerzählgerät, das steht, verflixt und zugenäht.
Denn wenn man sitzt auf schmalem Bändel, da bambelt das am Oberschenkel. Drum macht der Bannersmann schnippschnapp den Kilometerzähler ab, stellt ihn auf Null und kriegt die Kränk, er bindet ihn ans Recht Handgelenk. Die Zeit vergeht, es Weifisch schlaft, der Bannerer hat sich schon die 5 Brotwurst kauft. Er trinkt, bezahlt gewissenhaft, brust oft mit seiner Nachbarschaft, ist froh, ist lustig, fühlt sich wohl und trinkt halt noch und noch einmal. Doch plötzlich ruft er ohne Zieren, jetzt reicht's, ich muss noch heimmarschieren. Er steht auf, da wird er wieder klein, versagen tun ihm alle Beine. Er, der doch immer gut zu Fuß, das wisse jeder ohne Faxe, kann nicht mehr stehen auf seine Haxe. Dann fällt sein trüber Blick, sein Schäler auch noch auf den Kilometerzähler, der, wenn ihr es euch noch recht bedenkt, am Handgelenk sein Rechte hängt. Und was sieht er ohne Schrull? Der Zeicher steht nicht mehr auf Null. Oh Schreck, jetzt sieht's jeder, der steht grad auf 2 Kilometer. Das ist die Strecke, die ungeniert sei Hand de Wein zum Mund hat geführt. 10 Kilometer ist der Wannersmann gelaufen, 2 Kilometer hat er dann noch gesoffen. Ihr liebe Leid, selbst dieses Spiel war für den Wanderer doch ein bisschen viel. Der Freund und Wandersmann verehrt, der immer nur aufs Wandern schwört, wie seitdem da mit so viel Petze es sich schräg Autotax zu schätzen. Ein Bewunderer von der Frau Sandmeier, sie sagt bei jedem Gästeabend die Gedichte aus und bei mir. Es ist ein Feiersängerbau, so lange wird die Lust nicht senken. Es ist ein Gesängerbau, auch wenn die Fürst die Seele ringt. Das bleibt der Traum, die Sänger. Und singt es dir.
Klassiker auf der Panflöte, El Contrapasa. Viel Spaß. Thank you.
Dankeschön.
Die Zeit.
Freude schafft, zum Wandern spendet.